Als meine Mutter Anfang 20 war, lange bevor ich geboren wurde, fiel sie beim Wandern. Sie fiel von einem steilen Felsvorsprung hinunter und hatte sich mehrere Knochen gebrochen, nachdem sie nach einigen Metern aufschlug. Sie konnte weder aufstehen, noch konnte sie sich überhaupt bewegen. Sie konnte nur um Hilfe rufen, in der Hoffnung, dass sie jemand von dem recht verlassenen Pfad hören würde. Sie hatte einen abgelegenen Wanderweg eingeschlagen und es schien, als würde sie dafür bezahlen. Irgendwann wäre jemand vorbeigekommen, sicher. Aber ihr ging es rapide schlechter und es schien recht unwahrscheinlich, dass sie in der Lage war, so lange durchzuhalten. Aber da draußen war jemand, der aufmerksam die Schreie vernahm. Jemand, der immer bereit war, einen Handel einzugehen. Für ihn gab es immer etwas zu holen, etwas, das es ihm wert war, darum zu handeln. In einem verängstigten, schmerzhaften Nebel verkaufte meine Mutter meine Rechte zu leben für ihr eigenes. Blindlings verkaufte sie mich an Satan. Der Pakt war, dass sie lange genug leben würde, um von einem anderen Wanderer gefunden zu werden. Aber wenn ihr hypothetisches, erstgeborenes Kind ihr aktuelles Alter minus ein Jahr erreichte, ich nehme an, dass dieses Jahr dazu diente, es für Satan wertvoll genug zu machen, würde das Kind den Schritt machen müssen, vor dem meine Mutter zu viel Angst hatte. Das Kind musste zur Hölle fahren. Ich hatte meine Eltern schon immer gehasst. Nicht, weil meine Mutter mich an Satan verkauft hatte. Ich hatte davon nie etwas gewusst und ich verstehe, warum sie es mir nicht sagen wollte. Sie waren letztendlich schreckliche Eltern und das aus verschiedenen Gründen. Ich bin ein Einzelkind, also nehme ich an, dass meine Eltern eigentlich nie ein Kind haben wollten. Vielleicht hatte meine Mutter eine Verpflichtung und versuchte, jedmögliche Klausel zu vermeiden, die ihren Deal hätte platzen lassen können. Wie auch immer. Diese Abscheu, die sie hatte, bedeutete, dass wir uns schon auseinandergelebt hatten, bevor die Hölle aufbrach, um den Pakt zu vollenden. Als die Hölle kam, um mich zu holen, versuchte sie es im Traum. Nun, ich würde es nicht genau einen Traum nennen. Alles um mich herum war erschreckend real. Aber es kam, als ich schlief. Ich nehme an, dass es mir eine Art Hintergrund geben wollte. Ich sah, wie meine Mutter fiel, den Deal machte, etc. Ich habe die Bedingungen des Paktes mit einer schmerzvollen Klarheit verstanden. Eine Sache werde ich euch aber zugunsten der Hölle mitteilen. Die Hölle erklärt nicht nur flüchtig, warum sie deine Seele besitzt. Und dann habe ich es gesehen. Ich sah die Hölle vor mir. Den Eingang jedenfalls. Ich fühlte mich, als hätte man mich aus meinem Körper gerissen, von der Welt hier entfernt. Ich schwebte inmitten der Dunkelheit, in der absoluten Finsternis, unendlich weit in jede Richtung. Im Gegensatz zum All fühlte sich das vor mir wie ein negativer Raum an. Er war leerer, als leer eigentlich sein konnte, falls das irgendwie Sinn macht. Vor mir sah ich zwar nichts, aber so war die Hölle. Ich fühlte die Vergessenheit vor mir, die sich wie ein Vakuum verhielt. Ich spürte, wie ich hin und her gezogen wurde, mit einer alarmierenden Geschwindigkeit durch das Nichts schwebte. Ich wusste, dass da etwas war. Etwas, an dessen Ende ich gezogen wurde. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich stoppte. Ich starrte der Dunkelheit ins Gesicht und, als ob ich mich an einem Seil festgeklammert hatte, das langsam durch meine Finger rutschte und dabei große Schmerzen verursachte, schaffte ich es, langsamer zu werden. Ich hielt an und war inmitten der Dunkelheit, die von allen Seiten auf mich einwirkte und langsam in meine Haut eintauchte. Ich versuchte zu widerstehen und Nein zu sagen. Und dann wachte ich auf. Ich wusste, dass es kein Traum gewesen war. Es konnte einfach nicht. Ich habe diesen Abgrund gefühlt und er war echt. Außerdem konnte ich es noch immer fühlen. Hier in unserer Welt konnte ich spüren, wie die Hölle an mir zog. Ich hielt mich zwar an diese kleine, dünne Welt, aber der weitaus größere Abgrund direkt neben mir war unerbittlich. Ich konnte fühlen, wie der Boden unter meinen Füßen nachgab und mich in diese alles verschlingende Finsternis werfen wollte. Selbstverständlich konnte mein Leben nicht wieder normal werden. In jedem Schatten sah ich eine Dunkelheit von der Größe und Unvorstellbarkeit, die ich leider kennenlernen musste. Jeder Schatten hatte nun die Kraft, mich zu umhüllen und mich in der Dunkelheit zu ersticken. Und in jeder weiteren Nacht kam die Hölle zurück. Die ganze Zeit über fühlte ich, wie ich fiel. Immer stärker, schneller und schneller.
Ich konnte dem zwar immer noch widerstehen, aber ich konnte es nicht mehr stoppen. Jede Nacht kam ich näher und jeden Morgen schaffte es immer weniger von mir selbst zurück. Mehr und mehr von mir selbst verlor sich in dem Abgrund und sein Sog wurde immer stärker. Ich versuchte nicht zu schlafen, aber wie konnte ich es noch vermeiden, wo ich schon so tief in die Dunkelheit gezogen wurde? Jedenfalls, so ging mein Fall jede Nacht weiter, bis ich letztendlich aufschlug. Nun fühlte es sich in meinen wachen Stunden nicht mehr so an, als würde ich fallen. Stattdessen spürte ich, wie die Hälfte meiner Seele brannte. Mittlerweile bin ich jede Nacht dort. Ich fiel durch den Abgrund und habe es schlimmer gemacht. Nun schlafe ich in der Hölle. Ich erinnere mich nicht, was in meinen Nächten passiert. Ich denke, es ist ein Trauma, was mein Gedächtnis blockiert. Aber ich glaube, dass es so besser ist. Dennoch kann ich mich schemenhaft an manche Dinge erinnern. Jedes Mal, wenn ich einschlafe, wache ich an einem Ort des Feuers auf. Einem Ort des Schmerzes. Um mich herum befinden sich endlose Reihen anderer schreiender, schmerzverzerrter Gesichter. Zusammengefärcht beschreibt es nicht mal ansatzweise. Wie eine Wand aus Fleisch trifft es besser. Wir winden uns, wir heulen und betteln. Wir rufen zwar um Hilfe, aber wissen, dass sie natürlich nie kommen wird. Einige der Gesichter, die ich um mich herum sehe, nun, sie scheinen wie geschmolzen. Ich kann Knochen, Blut und Fleisch sehen, das auseinandergerissen wurde. Ich sehe zwar noch nicht so schlimm wie die meisten aus, aber das wird noch kommen. Früher oder später. Neulich wachte ich auf und fand überall in meinem Körper Verbrennungsspuren und unzählige Kratzer, die sich über meinen Arm verteilten. Ich verstand, dass mir die Dinge von dort unten folgten. Und es scheint, als würden die Dinge immer stärker werden. Ich hatte das Gefühl zu brennen, selbst wenn ich wach war. Selbst wenn ich auf der Erde war, wurde es stärker. Und die Gefühle von unserer Welt wurden immer unechter, gedämpfter. Jedes Mal, wenn ich gehe und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, verliere ich mehr von mir selbst. Heute habe ich in meiner Wohnung einen Plastikbecher geschmolzen, als ich danach gegriffen hatte. Ich habe heute um Überstunden gebeten und sitze gerade im Büro. Ich tue alles, was mich von meinem Bett fernbleiben lässt und mich im Licht hält. Wenn ich nach Hause gehe, ist der Sog der Finsternis zu stark. Ich würde dem Schlaf nicht widerstehen können. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich einschlafe, könnte es das letzte Mal sein. Es könnte das eine Mal sein, von dem ich nicht zurückkomme. Meine Präsenz hier rutscht ab. Noch eine weitere Reise und ich könnte hier völlig den Halt verlieren. Ein für alle Mal würde ich zur Hölle fahren und selbst mit dem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich, dass es ein Leiden ist, das ich mir nicht vorstellen kann. Also, hier bin ich. Schmelze langsam die Tasten meiner Tastatur und fühle, wie meine Augen müde werden. Es ist definitiv dunkel hier drin und es ist so einnehmend. Ich weiß, dass es da ist und auf mich wartet. Das Heulen, die Wand aus Fleisch, der Abgrund, das Feuer, die Nägel, all die schmelzenden Gesichter, das Ausweiden, die Klinge, die ewige Folter. Das ist das, was ich sehe, wenn ich meine Augen schließe. Ich habe Angst, diesen Sprung noch einmal zu wagen. Dieses Mal könnte das letzte Mal sein. Für die Ewigkeit. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch widerstehen kann.